Leute, willkommen zurück zu unserem Kanal. Ich mache heute mal ein Piping Gel. Und zwar brauche ich das demnächst für einen Kuchen, deswegen vorbereite ich mir das heute. Und zwar brauchen wir dafür 60 ml kaltes Wasser. Aber es muss kalt sein. Da brauchen wir 30 Gramm Speisestärke. Und 120 ml Sirup. Manche nehmen Kornsirup. Oder man kann auch, ich habe hier den hellen Sirup von Grafenwalder genommen. Das geht so, es soll damit genauso gut gehen. Ich probiere das einfach mal aus. Ja, dann machen wir als erstes unsere Speisestärke hier in den 60 ml Wasser. Und dann müssen wir die richtig glatt rühren, dass da keine Klümpchen mehr drin sind. Die Speisestärke hat sich schön aufgelöst. Jetzt mache ich hier meine 120 ml Sirup rein. Und das ist immer so ein Unterfangen mit dem Kram hier. So, das mischen wir jetzt auf. So sieht das aus. Und jetzt kommt das in die Mikrowelle, ca. 3 Minuten. Aber jeweils, also ich mache die jetzt nicht komplett 3 Minuten, sondern immer eine Minute und dann wieder umrühren. Dann kommt es wieder eine Minute rein, bis unsere 3 Minuten erreicht sind. So, unsere 3 Minuten sind rum und die Schüssel ist heiß. Was ihr gesehen habt, ich habe zwischendurch immer mal gerührt und das müsst ihr auch, sonst brennt das an. Aber wie ihr sehen könnt, ist das schon ganz schön fest. Und so wollen wir das haben. Jetzt rühren wir das noch ein bisschen. Ich muss mir noch ein Tuch holen, das wird mir zu heiß als hier. Und so sieht das aus, unser Piping Gel. So, wenn ihr das jetzt einfärben wollt, das ist auch kein Problem. Aber wir zeigen euch das gleich, wie wir das einfärben. Aber erstmal muss die ganze Geschichte hier ein bisschen abkühlen. Und dann machen wir das wieder in ein anderes Gefäß, dann teilen wir das auf, aber das seht ihr gleich. Und dann färben wir das nochmal ein. Und zwar brauche ich dazu 30 Gramm Speisestärke, 60 Milliliter kaltes Wasser. Ja, und ich experimentiere ein bisschen rum, weil ich habe keinen Maissirup gefunden, hellen. Und zwar nehme ich da einfach 50 Milliliter heißes Wasser und 120 Gramm Zucker und versuche das zu Sirup zu verarbeiten.
Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, ist gut. Wenn ja, ist gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Hier habe ich jetzt meinen Kochkreisel 50 ml Wasser. Das kippe ich hier einfach rein. Dass sich der Zucker auflöst. Weil ich will den ja nicht kochen, dann wird das blöde gelb. Also das Wasser war jetzt 50 ml Wasser war jetzt eine Minute in der Mikrowelle und es ist kochend heiß geworden. Ich stelle das jetzt hier auch noch mal eine circa eine Minute in die Mikrowelle. Schön ist das hier in unsere vorbereitete Maisstärke, mache ich das hier rein. Vermischt das hier richtig schön. Jetzt kommt das ca. 3 Minuten in die Mikrowelle und zwischendurch müssen wir das aber nochmal rühren. So, ich denke mal, dass mir der Piping gut gelungen ist. Ohne extremen Gelbstich. Ich zeige euch mal jetzt den Unterschied. Den haben wir mit diesem hellen Sirup gemacht. Und den habe ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert, selber rumexperimentiert. So sieht das aus. Und ich denke mal, das ist schon ein guter Unterschied. Und ich denke auch, dass wir nicht unbedingt Kornsirup haben müssen. Gut, vielleicht wird es dann auch richtig wie wasserklar oder sowas. Aber ich denke mal, das ist hier schon gut gelungen. Ich lasse die ganze Geschichte jetzt abkühlen. Und ja, dann zeige ich euch das nochmal, wenn das abgekühlt ist und wie wir den färben. So Leute, unser Piping Gel ist jetzt abgekühlt und wie gesagt, das hier haben wir einmal das, was ich selber angerührt habe, unsere, was ich ausprobiert habe, nur mit diesem Zucker, ohne dass das karamellisiert. Und hier ist einmal ein Rezept mit diesem Sirup, mit dem hellen Sirup.
So, ich brauche zwei Farben demnächst. Und zwar will ich einmal grün haben und einmal rot. Ich färbe jetzt beide Varianten ein, um zu gucken, einfach wie, wie sich das mit den Farben verhält, wie die rauskommen. Und ja, dann fange ich erstmal an mit grün. Und mache dann erstmal das Grüne von dem mit dem Sirup. Dann nehme ich unsere Bildenfarbe. Die haben wir ja schon mal vorgestellt. Und dann mache ich jetzt hier so einen guten Zahnstocher voll rein, wie ihr sehen könnt. Das streiche ich jetzt hier so rein. Dann verrühre ich das. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ich werde das hier ein bisschen so auf den Löffel nehmen, dann könnt ihr das besser sehen. So, jetzt mache ich das andere. Das war jetzt mit diesem dunklen Sirup. Jetzt mache ich das Piping Gel mit der Variante, die ich gemacht habe. Sieht man schon, dass das ein bisschen heller ist. Dann nehmen wir wieder grün. Und das ist jetzt das mit dem selbst erfundenen Zuckergemisch, das ich ausprobiert habe. Ich lasse das jetzt mal eine Level drauf und das sieht dann so aus. So ist das hier nochmal. Können wir das gut sehen. So. Nochmal zum Vergleich. Das andere ist schon etwas dunkler. Sieht ein bisschen giftiger aus. Aber das hier auch mit dem dunklen Sirup. Und das ist wie gesagt der helle. So. Machen wir das Ganze nochmal mit Rot. Dann fange ich auch wieder mit den dunklen Sirup an. Wir fangen dann, wie gesagt, auch wieder mit den dunklen an. Und dann nehme ich jetzt unsere rote Farbe. Ich setze das auch wieder ein bisschen so auf den Löffel, zeige ich euch das nochmal auf den Löffel. So sieht es auf den Löffel aus, nochmal in der Schale. Das ist
das jetzt eben mit dem dunklen Sirup oder hellen Sirup von Grafenfelder. Und jetzt mache ich die ganze Geschichte nochmal mit meinen, den ich da selber angerührt habe. Nur zum Vergleich. Den ich selber gemacht habe und der dunkle. Ich weiß nicht, ob man das so durch die Kamera gut sehen kann, aber da sieht man schon, dass das ein bisschen dunkler und kräftiger ist und das ein bisschen heller. Aber ich denke mal, wenn wir hier ein bisschen mehr Rot reinmachen, dann kommt das genauso dunkel und am Ende sieht das gleich aus. Aber die Farben, wie gesagt, die kommen auch satter raus. Also sehen ein bisschen besser aus bei den hellen. Das andere ist so alles ein bisschen dunkel und giftiger, sage ich jetzt mal. Aber beide Varianten funktionieren prima. Aber ich würde mich jetzt wieder für meine eigene Variante entscheiden, weil das geht genauso gut. Ja, danke fürs Zuschauen.